Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge Ehrengras mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Das war jetzt auch mal geschafft. Aufnahme bzw. Antwortversuch, die dritte oder vierte? Vierte. Nice. So, ich fahre jetzt hier wunderschön an den Hängen längs. Ja, wir haben hier Spaß beim Segeln, ne? Alter. Also, ich mach mal schon mal mein Ding ready, ne? Ich mach mal schon mal mein Steier ready. Ja. Na gut. Du kannst gleich kleine Dinge schnappen, einen kleinen Steier und einen Schwader. Das hier muss raus. Nee. Zuerst wird das hier gemacht, hergerichtet, ey. Also, das geht ja gar nicht. Das Ding ist halt, fahren wir mit unseren Hängern oder mit Silibum? Ich würde schon mit unseren fahren. Also Ladewegen. Stimmt. Das macht mehr Sinn. Weil im Prinzip Ladewagen kann man ja auch wieder auch teilweise zum Silieren auch eingesetzt. Soll ich jetzt Teil jetzt vorne dran hängen oder hinten? Was denn? Den Silierer. Ach so. Ich würde sagen in dem Fall vorne, weil du hast keine Rückfahreinrichtung. Und die ganze Zeit den Kopf nach hinten gedreht und im Rückwärtsgang, oder beziehungsweise Rückwärtsgang muss sowieso rein, aber da glaube ich. Ach, das geht nochmal dahinter. Ich glaube, da ist es auf jeden Fall, wenn es vorne dran ist. Und wir haben eine Fronthydraulik, die wo es normalerweise easy packen würde. Von dem her. 1000er Zapfen, ne, let's go. Vorne kann ich gar nicht auswählen. Vorne kann man normalerweise gar nicht auswählen. Mehr jetzt Abfälle rein. Okay. Geht bloß hinten. Vorne ist immer 1000 drin. Okay, wir haben keine Fronthydraulik, deswegen. So. Du meinst keine Frontzapfwelle? Ja, und auch keine Fronthydraulik. Ja, das auch nicht. Aber man kann ja nicht, was würde euch eine Frontzapfwelle bringen, wenn ihr keine Fronthydraulik habt. Kritisch und auch kein Frontmehrwerk. Wo liegt der Fehler? Und fürs Fliegen mit dem Dreischader, da braucht ihr jetzt nicht unbedingt ein Frontgewicht. Der ist vorne schwer genug. Ja, du. Gute Blockbauweise, let's go. Der ist noch massiv. Oder wenn man Frontlader dran lässt, dann ist der ein Gleichgewicht. Soll ich dir breitere Reifen spendieren? Soll ich dir da gleich ein bisschen breitere Reifen spendieren? Ja, würde ich schon sagen. Deinem Steier? Ja, kann ich machen. Weil das Zeug ist halt doch schon breit, das Gebiss. Damit er nicht so leicht umfliegt. Was war gerade? Raus mit dir, Helfer. Achso, die Lohndienste sind abgeschlossen. Oder, was ich gerade noch sagen wollte, und zwar 9000. Oh, die Tash. Fast wieder 100.000 auf dem Konto, nice. Ja, was ich sagen wollte, ich mache so einen kleinen Sneak Peek, und zwar warte, wann kommt die Folge online? Ja, die kommt, da war ich ja schon da eigentlich, weil ein Kollege von mir hat einen wunderschönen neuen Steier am Start. Und ja, da ist halt dann die Frage, ob vielleicht unter Umständen wir den vorhin nicht reinschnallen. Doch, was? Nein, das fehlt nicht ein. Ne, da? Es würde mal cool, dass da ja endlich mal Stunden drauf bekommen. Du fährst den ja dann. Sagt der Florian, nee. Mann, ey. Ich weiß, dass ich ihn oft fahre. Nee, aber das Ding ist so. Oh, scheiße, unter der Fahrt die Tür aufgemacht. Also beim MB-Truck. Solange kein Auto. Nee, aber beim MB-Truck. Das war die rechte Tür. Beim MB-Truck ist das nicht so schlimm, weil die Tür geht nach vorne auf. Das heißt, wenn irgendwo gegenfahren, haut es einfach wieder zu. Ich weiß zwar nicht, ob die Tür ist dann ganz gut überlebt und auch die Scheibe, aber pff, gut, das ist so. Das war auf der anderen Seite und außerdem habe ich die Scheibe drin gehabt. Okay. Dann ist er, ja, wobei du. Da willst du hoch machen, da kommt einfach nur so ein Spitz nach oben. Und der Rest bröselt einfach weg.
Dein Betrag ist at home. Also kann ich deinen Betrag nehmen zum Abfahren. Geil. Jawohl, los. Aber was wir für alle Fälle machen müssen, ist Pflege beantragt und dann vorher. Ja. Also ich meine jetzt mal waschen, reparieren, Ölwechsel. Mitten in der Wiese ist einfach so ein ganz einsamer Buschen. Aber muss ich sagen, also die Wiese, was ich hier gerade mehr als ich glaube, und damit über, oh Gott, damit übertreibe ich nicht, von der Größe ist das die größte Wiese, was wir haben. Also als komplette Wiese zusammen. Ja. Also das ist krass. Was man für dieses Geld hier kriegt, also nur mal schon sagen, du, das ist. Schmackotastisch. So, da vorne geht's wieder rein, da heben wir das Ganze an. Jetzt hat. Aber ja, mein Plan wäre halt eben gewesen mit dem neuen, mit dem anderen Steuer, was da kommt, dann wo wir damit gleich natürlich auch mit draufnehmen. Weil ich würde tatsächlich sagen, dass wir einfach irgendeine dritte Person für die Häcksler-Saison mit draufnehmen, die wo dann den Häcksler fährt. Oder beziehungsweise den Traktor mit dem Häcksler vorne dran, also das muss halt auch abwechseln dann. Ja, das hätte ich auch verkauft, aber ja. Wir müssen ja das nicht unbedingt nochmal einen neuen Traktor kaufen. Ja, dafür würde der Lady X, da kommt halt irgendeiner weg. Zum Beispiel Bürger oder sowas. Den haben wir jetzt für 4 Stunden drauf ballert. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, den herzugeben. Ja, gut, ne? Also, sie haben halt alle schon so 4 Stunden drauf, dass eigentlich vor keinem sich richtig lohnt. Also wegen am Geld brauchen wir es nicht mehr machen, ganz ehrlich. Und außerdem der Büro, ich weiß gar nicht, wie viel wird der Büro jetzt noch bringen eigentlich? Ja, gut, 15 oder? Stunden hat er doch drauf. Was? Hat er echt so viel jetzt schon zwischen schon? Oder weiß ich gar nicht. So 10 hat er auf alle Fälle, das weiß ich. Okay. Ich habe meinen Betrag schon mal hergerichtet mit dem Gewicht, mit dem kleinen 400 Kilo Gewicht. Okay. Stunden hat der Böhre drauf 12,4. Bringen würde er noch 18.000. Ja, ob sie das jetzt ganz gerade so lohnt, ich weiß ja nicht. Aber gut, wir haben halt nur alte Fahrzeuge, ne? Ja, das ist anderes. Aber alt heißt ja nicht gleich schlecht. Ja, das nicht. Steht denn hier noch? Am meisten würde noch den Betrag bringen, obwohl der glaube ich sogar am meisten Stunden drauf hat, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber doch, ich glaube tatsächlich schon. Oder aber beide könnten sich ja echt gleich sein, fast mit dem Bürger. Am allermeisten Stunden hat dein Betrag drauf. Aber man muss ja dazu sagen, es ist halt ein Betrag, ne? Das ist. Der gibt immer ein bisschen mehr. Ich muss sagen, wenn wir hier schwaden tut, der hat Spaß, der hat ein paar Bahnen zu fahren, du heieiei.
Wäre jetzt echt, wär glaube ich gut, wenn ich jetzt schon anmachen würde. Ich repariere dann Steyr gleich mal übers Menü. Ja, der hat aber kaum Schaden. Aber kann ich machen. Oh. Oh, dann läuft er gleich wieder schneller. Ich weiß gar nicht, wie bei den Mehrwerken aussieht. Bin ich gerade bei zu schauen. Aber ich glaube, die haben wir letztens erst repariert nach der letzten Mähsaison. Glaube ich. Also sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Gewicht reparieren muss auch mal sein. Schlepper 3 glaube ich wäre wichtiger. Ja, wie viele Schlepperträge haben wir denn? Ich glaube für jeden Traktor bis auf den Führer haben wir eins. Für unsere zwei Steier haben wir eins, für den kleinen Steier haben wir eins, für den B-Trag haben wir eins. Ich glaube dann war es. Ja, es sind vier. Ich richte einen Führer her zum Schwaden. Okay. Weil ich gerade die ganze Zeit schon dem drin hocke. Müssen wir halt mal echt mal gucken, ob wir dann vom Main hier dann mal Timelapse machen, weil das ist doch ein bisschen das füllt ein paar Folgen. Also Freitagabend, wenn wir nichts mehr zu wissen, nicht wissen, was wir machen sollen, dann geht's ab hier. Führer steht bereit. Okay. Dann kann ich gleich, also was ich auf alle Fälle schon mal machen kann, ist den Aufsatz kaufen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da reicht es 6 Meter Camper, oder? Ja, auf jeden Fall. Das kostet 4000 in der Miete, das geht noch. Weil so. Und das Pickup ist ja auch noch ein Camper mit drauf. Ja, die ist, glaube ich, sogar als Mod beim Ding jetzt bei gewesen. Weil die haben wir vorher, glaube ich, nicht drauf gehabt. Soweit ich weiß. So, dann drehen wir hier gleich mal schnell, komm mal rum. Oh, haben wir so ganz gut geschafft. Dann fahren wir da gleich mal runter, damit wir das jetzt nicht vergessen. Warte, geht's? Ich glaube nicht, dass das Original ist, aber die Ölanschlüsse geht durch die Zapfwelle durch. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, nach einer Zeit wird es abreißen. Also, sobald man, also spätestens wenn man einschaltet. Ja. Ich weiß ja nicht, aber gut. Du. Oettinger weiß schon, was sie tun. Ich weiß gar nicht, gibt es so einen Anbau eigentlich nicht überhaupt? Normal schon. Soweit ich weiß schon. Okay. Oh, das ist krank. Kaum hat man drin umleuchten ein, machen sie alle langsam. Und rammen dich. Was? Okay, den oberen jetzt. Teil haben wir geschafft. Jetzt haben wir ein Problem. Oh nein, hängst du fest?
Beziehungsweise, wo bist du überhaupt? Bin lose. Okay. Bei mir kommt gerade klar der Steier. Oder 15. Steier, exakt. Bei mir, warte, wie heißt denn? Bill Fanden Pudding Time. Ich habe jetzt einen neuen Platz für die Gewichte gefunden. Okay. Wahrscheinlich werde ich sie einfach über einen Haufen fahren, weil ich es nicht weiß. Nee, die sind sogar relativ offensichtlich. Okay. Ah, lass mich, ist das bei der Silo? Bei der Silo, beim Silo? Ja. Ah. Ja. Das nutzen wir halt auch überhaupt nicht mehr, ne? Nee. Man muss dann mal verkaufen. Ich weiß es halt nicht. Wobei, wir könnten es eigentlich tatsächlich lassen, weißt du warum? Warum wegen die Kühe irgendwann mal? Genau, weil sonst müssten wir nämlich dann immer zur BGA fahren, wenn wir so Silage holen müssten zum Beispiel mal und so haben wir jetzt einfach. Und ich wette mit dir. Wenn wir es verkauft haben, ein paar Folgen später werden wir es bereuen. Ist immer so. So 99% ist es immer so. Ich weil er den mal Breitreifen ruft, ne? Okay. Ja, hab doch einen ganz guten Teil geschafft schon. Oh, das Mähwerk sieht aus. Eieiei. Richtig dreckig waren. Dann richtig klar, soll ich denn den Betrick herrichten zum Wen, dann zum Häckseln gleich alles? Könnt ich machen, ja. Oder allzu viel braucht er beim Betrick halt nicht machen, Ladewagen mit dranhängen, aber. Ja, ja, repariert ist er ja. In der Hinsicht passt dann alles. Ich glaube, ich schaffe das sogar noch in der Folge. Mit ein bisschen Glück. Ja, machen wir es halt länger. Aber dem MB-Truck tue ich den größeren dran, weil der ist leichter. Wie meinst du? Den größeren Ladewagen dran. Der Pöttinger. Why? Weil der ist leichter vom Aufbau her schon. Der MB-Truck. Ja, wer ist denn nein, mal der Pet. Der Ladewagen meinst? Ja, ja. Ist der größer? Leichter? Das letzte Mal habe ich den nicht sehen können. Mit meinem B-Truck. Ja, weil er hat jetzt das Update. Ja, okay.
Aber wir können es versuchen, habe ich nichts gegen. Ich hänge dir jetzt die Krone dran. Beziehungsweise du kannst schon mal einen Standversuch machen. Was kann letztens aber gewesen sein, dass einmal die Pickup zu weit nach unten gegangen ist. Und dass sie das dann irgendwie im Boden gefressen hat und dann, ja. Hat es nicht so funktioniert, wie es sollte. So, wieder hoch. Hauptsache, wir haben eine Ballenlage und nicht mal eine Ballenpresse. Ja. Ich habe aber keinen Bock zu. Zum Pressen. Runterlassen das Ganze. Hin geht nicht ganz schnell genug, muss ein bisschen früher drücken. So, rum hier. Dann haben wir es gleich schon. Das ist gut. Man muss ehrlich sagen, zum Schaden ist das schon eine große, große Fläche. Dann fahren wir. Ne, einmal müssen wir dann nochmal. Runter, bremsen. Ah. Oh, fast. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber ich habe keinen Bock zu sparen. Hast du mich vorhin gehört? Ne, ich habe gar nichts gehört. Vorhin habe ich voll. Also. Habe ich das schon mal erzählt, dass ich keinen Bock habe zu sparen? Keine Ahnung. Also ab, ich weiß gar nicht, was war denn der letzte Satz, was du gesagt hast bei mir? Ich glaube, du musst mir was sagen, oder ich hab keinen und dann irgendwie ab da war dann nichts mehr weg. Ich weiß gar nicht, was der letzte Satz war, keine Ahnung. Ich hab Bock zu schwaden auf alle Fälle. Ja, das musst du halt dann mal machen, ne? Ja, aber wir sind tatsächlich für die heutige Folge auch schon wieder fertig. Wir haben die Wiese geschafft und ja, dann kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wie ein Träubchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf drauf, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlinger gerade immer lassen, das ist der PNDLC zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.